Genau, ja, perfekt, Mikro geht. Dann danke für die Ankündigung und auch herzlich willkommen von unserer Seite an Sie, an euch. Wie schon gesagt wurde, wir beschäftigen uns in unserem Paper und in unserer heutigen Präsentation mit dem Thema, hier steht es auch schon schön auf der Folie, der wissenschaftliche Diskurs über Nachhaltigkeit auf Instagram und TikTok, ein Vergleich. Jetzt hier vorab mal so ein kurzes Meinungsbild. Wer glaubt denn, dass auf TikTok oder auf welcher Plattform wird Ihrer Meinung nach nachhaltiger kommuniziert, also das Thema Nachhaltigkeit wissenschaftlicher kommuniziert, sagen wir es so. Alle, die denken auf TikTok, gerade mal die Hand heben. Okay, das ist sehr interessant. Ja, also ich würde sagen, Tendenz eher zu Instagram. Also vielleicht die Instagram-Leute, ja, nochmal hoch. Wer denkt, Nachhaltigkeit ist auf Instagram? Wissenschaft? Okay, ja doch. Ja. Gut, dann bleibt es auf jeden Fall spannend. Mehr dazu in Kürze. Der Vollständigkeit halber noch eine kurze Vorstellung meinerseits. Und Julia ist auch gleich an der Reihe. Ich bin Marlene May, wissenschaftliche Mitarbeiterin an der Karlsruhe-Schule International University in Karlsruhe und beschäftige mich in meiner Forschung tatsächlich nicht explizit mit TikTok, sondern mit der sozialen virtuellen Realität, also Virtual Reality und Identität der NutzerInnen. Genau, aber auch spannende Aspekte, die auf jeden Fall auf TikTok und Instagram übertragbar sind und sich auch in unserem Paper und in unserer Forschung wiederfinden. Bevor ich das Mikro jetzt gleich an dich, Julia, weitergebe, noch liebe Grüße von Robert Lippenies, der auch an alle von euch und Ihnen, der auch natürlich bei uns in der Forschung und an unserem Paper und unserem Thema beteiligt ist, aber aus terminlichen Gründen aktuell heute und zur Tagung nicht vor Ort sein kann. So, jetzt deine Vorstellung, Julia. Danke. Ja, ich bin Julia Beckmann. Ich arbeite momentan auch noch an der Karlsruhe-Schule in Karlsruhe und in meiner Dissertation, die in Wien in der Soziologie angesiedelt ist, geht es um die Subjektivierungsweisen von Content-ProduzentInnen und RezipientInnen durch die Instagram-Stories und das mache ich an dem Beispiel um den Diskurs der Borderline-Persönlichkeitsstörung. Genau. Perfekt. Genau, und noch um einen kurzen Status quo zu unserem Thema und Paper zu geben. Wir sind noch mitten in der Analysephase. Genau, so viel nur mal dazu. Aber jetzt kann es ja inhaltlich auch endlich mal losgehen. Wir haben eine kleine Agenda vorbereitet mit den Themen, die wir gerne heute mit Ihnen und euch besprechen wollen würden. Wir starten mit der Fragestellung unseres Themas, unserem allgemeinen Thema sowie unserem Ziel unserer Forschung, leiten dann über zur Relevanz, warum ist es überhaupt wichtig, darüber zu sprechen, über Nachhaltigkeit auf Instagram und TikTok. Später ein bisschen einen Einblick in unsere Methode und Methodologie. Einige vorläufige Ergebnisse, theoretische Ansätze kommen auch nicht zu kurz und dann natürlich noch Ausblick. So. Dann geht's weiter mal mit der Fragestellung, dem Thema und unserem Ziel. Unsere Forschungsfrage hier auch direkt ganz oben auf der Folie lautet, inwiefern wird Nachhaltigkeit auf Instagram und TikTok verschieden kommuniziert und auf welche unterschiedlichen Merkmale der Plattformen ist dies zurückzuführen? So, wie wollen wir denn diese Forschungsfrage jetzt schlussendlich beantworten? Also wir gehen in unserer Forschung folgendermaßen vor. Wir nehmen eine Diskursanalyse von Postings vor auf den jeweiligen Plattformen. Das wäre dann hier jetzt in dem Fall die Makroebene und den Kommentaren, das wäre dann die Mikroebene. Und setzen diese Postings eben in Kontext mit dem Modell der drei Säulen der Nachhaltigkeit, eigentlich ein, ja, vielleicht für einige ein recht gängiges Modell im Kontext der Nachhaltigkeit. Hier wird Nachhaltigkeit eben in ökonomisch, ökologisch und sozial als Dimensionen eingeordnet. Und unser Ziel in unserer Forschung ist eben, durch die produzierten Kommunikate herauszufinden, wie denn dieser themenspezifische Nachhaltigkeitsdiskurs auf den jeweiligen Plattformen co-kreiert wird, um eben dann auch zu erfahren, inwiefern Nachhaltigkeit zum einen kommuniziert wird, aber inwiefern auch die Plattformen gerade den Nachhaltigkeitsdiskurs und die wissenschaftliche Kommunikation von Nachhaltigkeit eben mitformen. So, wie bei allen Themen die Frage nach der Relevanz, warum ist das Thema denn überhaupt interessant? Also ganz grundsätzlich, deshalb sind wir auch alle hier,
Neue soziale, multimediale Medien sind immer spannend, beeinflussen unsere Gesellschaft nachhaltig, nicht nur im Nachhaltigkeitskontext und sind deshalb natürlich absolut lohnenswert betrachtet zu werden. Aber das haben wir ja in den zahlreichen Vorträgen in den letzten Tagen und Stunden schon mehrfach erfahren dürfen. Zum anderen haben wir uns hier darauf bezogen, dass vor allem die Wissenschaftlichkeit des spezifischen Nachhaltigkeitsdiskurses generell auch etwas in Frage gestellt wird. Hier berufen wir uns auf die De-Scientification auf der Quelle und dass teilweise die Verbreitung von Informationen via Social Media als intransparent betrachtet wird, was natürlich zu überprüfen gilt und dementsprechend auch Teil unserer Forschung ist. Spannend ist natürlich zum einen die Vergleichbarkeit der beiden Plattformen, also Instagram und TikTok, und aber auch nicht nur die Plattformen und der Ort, an dem die Kommunikation stattfindet, sondern auch die Personen, die kommunizieren, also sprich die Social-Media-Generation. Inwieweit findet vielleicht ein ideologischer Wandel statt? Inwieweit wird vielleicht ein Wandel stattfinden? Und was hat sich denn da über die letzten Jahre oder Momente einfach getan? Und letzten Endes, man hat ja so ein bisschen das Gefühl, überall wird über Nachhaltigkeit gesprochen. Nachhaltigkeit findet sich in jeder Institution, in jeder Firma, in jedem Themenkontext muss man sich natürlich auch die Frage stellen, inwieweit es ernst gemeint ist oder nicht. Und deswegen gilt es auch für unser Paper natürlich und für unsere Forschung zu berücksichtigen, ob sich der Diskurs der Nachhaltigkeit eben einer nachhaltigen Entwicklung eher zuträglich oder vielleicht sogar gegensätzlich entwickelt. Gut. Zu unserer Methode. Also, wir haben ein Ausgangssample erstellt und unser Ausgangssample besteht im Prinzip aus 5 Kanälen, die sich spezifisch dem Kontext Nachhaltigkeit widmen. Alle dieser 5 Kanäle sind auf Instagram und auf TikTok aktiv und gehören alle zum Kollektiv der Eco-Talker, vielleicht im Griff für diejenige, ein oder andere hier im Publikum. Genau, die Eco-Talker ist ein Kollektiv von Personen, die sich eben speziell nachhaltigen Content widmen und in ihrem Influencerinnen-Dasein speziell über Nachhaltigkeit sprechen. So, von diesen 5 aus dem Eco-Talk-Kollektiv bestehenden Personen haben wir jeweils auf Instagram und TikTok das meist kommentierte Video recherchiert und ausfindig gemacht. Noch kurz dazu gesagt, da das Eco-Talk-Kollektiv aus mehreren Personen besteht, als 5, haben wir für unsere Auswahl an InfluencerInnen eben die Voraussetzung gesetzt, dass mindestens 150.000 AbonnentInnen vorhanden sein sollten auf TikTok. Sprich, wir haben auch nicht nur EcotalkerInnen, sondern die 5 größten EcotalkerInnen in unserem Ausgangssample berücksichtigt. So, genau. Und letztendlich haben wir dann eben die 5 meist kommentierten Videos auf jeder Plattform, also insgesamt 10, ausgewählt. Und der jeweiligen InfluencerInnen und haben die dann eben mit einer qualitativen Inhaltsanalyse, mit einem dialogischen Analysekriterium kodiert und analysiert, auch basierend auf den 3 Säulen der Nachhaltigkeit und dann noch auf der Struktur zwischen wissenschaftlich und unwissenschaftlich. Da wird aber auch Julia gleich noch was dazu sagen. Genau, und im nächsten Schritt, dem Theoretical Sampling. Das hilft, also nach der qualitativen Inhaltsanalyse wollen wir eben ein Theoretical Sampling vornehmen. Und das Theoretical Sampling hilft uns eben, noch weitere Fälle und InfluencerInnen und Contents der Nachhaltigkeit und Wissenschaftlichkeit zu überprüfen und in unserer Forschung zu berücksichtigen, was gleichzeitig natürlich auch eine Sättigung der Analyse eben schneller ermöglicht. Oder ganz grundsätzlich einfach uns dabei hilft, auch unsere Forschungsfrage noch im Prozess beziehungsweise unseren Forschungsprozess sukzessiv noch anzupassen während der Forschung. Sprich, für das Theoretical Sampling wählen wir auch nochmal zusätzliche InfluencerInnen aus, die sich auch auf beiden Plattformen, Instagram und TikTok, aufhalten, regelmäßig Content posten, aber sich nicht spezifisch nur für Nachhaltigkeit
aussprechen, aber in gewisser Art und Weise mit einem Nachhaltigkeitsaspekt verbunden sind, also zum Beispiel in der ökonomischen Richtung oder auch in der sozialen Richtung. Und das hilft uns eben dabei, einfach noch ein breiteres Spektrum an Informationen aufzustellen und gleichzeitig dann eben unsere Analyse zu beenden und eben um diese zu sättigen. Genau. So viel zur Methode. Julia, ich darf nicht weitergehen. Ja, und aufgrund dieser Analyse, dieses Ausgangssamples von 5 InfluencerInnen, NachhaltigkeitsinfluencerInnen, die sowohl auf Instagram als auch auf TikTok aktiv sind, haben wir jetzt im Grunde 2 Beobachtungen aufgestellt oder 2 Beobachtungen gemacht oder ja vorläufige Thesen aufgestellt. Und die erste ist im Grunde die, dass die Postings auf Instagram bezüglich der Kombination der verschiedenen Dimensionen der Nachhaltigkeit, also ökologisch, ökonomisch und sozial, öfter kombiniert werden. Also da sind die Postings komplexer als auf TikTok, wo sich eher auf eine Dimension spezialisiert wird, sag ich mal. Und zweitens ist es aber auf TikTok tatsächlich in den Kommentaren so, dass der Diskurs wissenschaftlicher geführt wird als auf Instagram. Also ich wäre tatsächlich auf eurer bzw. ihrer Seite gewesen. Ich hätte auch erwartet, dass es auf Instagram ist, aber war tatsächlich bis jetzt zumindest nicht so. Aber mal schauen, wie sich das dann im Theoretical Sampling so ergibt und weiterentwickelt. Denn natürlich gilt es da jetzt, diese Beobachtungen entweder vorläufig zu bestätigen oder eben zu verwerfen. Genau. Neben diesen beiden Unterschieden ist es aber so, dass es die Gemeinsamkeit gibt, dass sowohl auf Instagram als auch auf TikTok die soziale Komponente der Nachhaltigkeit auf jeden Fall die zum großen Teil vorherrschende ist. Und wir haben eben diese 3 Codes oder beziehungsweise diese 3 Dimensionen der Nachhaltigkeit als Hauptcodes gesetzt und dann immer differenziert, ist es wissenschaftlich oder ist es nicht wissenschaftlich. Das sind jetzt hier Auszüge von Kommentaren zu einem Post auf TikTok, wo tatsächlich die Kreatorin ein wissenschaftliches Paper von ihr selbst vorgestellt hat, wo es darum ging, dass sie einen Kanal erstellt hat, einen neuen, und dann transphobischen Content konsumiert hat und sie ist total schnell in so einer Far-Right-Bubble gelandet. Und dann haben wir zum Beispiel als sozial unwissenschaftlich kodiert, I don't know what you said, but thank you for your service. This is so important to be aware of, thank you. Also diese Dankesbekundungen sind tatsächlich ganz typisch, aber als unwissenschaftlich haben wir auch noch zum Beispiel Anfeindungen kodiert oder Verlinkungen anderer UserInnen, um die auf diesen Content aufmerksam zu machen, oder auch einfach subjektive Meinungen und Erfahrungen. Worauf wir auch tatsächlich überraschend oft gestoßen sind, sind irgendwie Fragen zur Hintergrundmusik und solche Dinge. Als wissenschaftlich hingegen haben wir dann so Dinge kodiert, wo auf jeden Fall eine wissenschaftliche oder fundierte These drin steckt. Wie zum Beispiel hier, just want to say I love your methodology, it can be so hard to quantify qualitative data such as this content and just want to say I appreciate it. Ja? Also it can be hard to quantify qualitative data. Das ist ja tatsächlich ein Phänomen, sag ich mal, oder eine Schwierigkeit, die ja gerade im Kontext metrischer Kulturen oft thematisiert wird und das auch generell mit Quantität und Qualität argumentiert wird, hat uns dazu verleitet, das dann als wissenschaftlich zu kodieren. Ein anderes Kommentar war dann zum Beispiel, out of curiosity, couldn't these results also be achieved if we start from homophobia or misogyny? The alt-right thrives through any hate. Und gerade dieser letzte Satz ist schon auch eine fundierte These aus dem Bereich der Diskriminierungs- oder Rassismusforschung, weswegen wir das dann als wissenschaftlich kodiert haben. Genau, also zusammenfassend lässt sich sagen, dass es, wie gesagt, Unterschiede in der Komplexität in den Postings gibt zwischen den Plattformen und zweitens gibt es Unterschiede in der Wissenschaftlichkeit in den Kommentaren zwischen Instagram und TikTok.
Aber eine Gemeinsamkeit ist auf jeden Fall, dass die unwissenschaftlich-soziale Dimension auf beiden Plattformen die vorherrschende ist. Wir haben uns das bis jetzt so erklärt bzw. plausibilisiert, dass TikTok ja als sehr interessenspezifische Plattform gilt, sodass vielleicht auch die Content-KreatorInnen dazu angehalten werden, möglichst ja spezifischen, interessenspezifischen Content zu posten, damit eben diese Inhalte ja möglichst breit vom Algorithmus distribuiert werden. Wohingegen Instagram eben als Plattform bekannt ist, die sehr, also die einen großen Wert auf Ästhetik und Affirmation legt und gerade in der, dass die Community eben auch einfach sehr, sehr wertschätzend ist, sag ich mal. Und dass deswegen die Plattform nicht so, prädestiniert dafür ist, dass auf ihr kritische Diskurse geführt werden. Da bin ich gleich mal gespannt, was ihr und sie vielleicht dazu sagt. Theoretisch haben wir da überlegt, dass man die Plattform als Neo-Tribes begreifen könnte, denn die definieren sich zum Beispiel dadurch, dass sich diese Communities oder Tribes auch durch die Räumlichkeiten, in denen sie sich formieren, also dass die Neo-Tribes oder die Communities durch die Räumlichkeiten maßgeblich mitdefiniert werden. Denn natürlich findet auf diesen sozialen Medien die Kommunikation durch das Interface statt, das nun mal verschieden ist und deswegen auch unterschiedlichen Bedürfnissen der UserInnen gerecht wird. Zweitens werden mit Neo-Tribes und in diesem Zusammenhang auch mit den Plattformen spezifische Gefühle und Sentimente in Verbindung gebracht. Da könnte man jetzt zum Beispiel annehmen oder die vorläufige Hypothese aufstellen, dass auf Instagram, dass man sich da vielleicht besonders ja angenommen oder gewertschätzt fühlt aufgrund dieser affirmativen Community. Da würde mich zum Beispiel gleich mal interessieren, wie ihr das auf TikTok wahrnehmt, was ihr für Gefühle mit dieser Plattform verbindet. Wenn das mit den Neo-Tribes allerdings ein bisschen zu weit führt, weil wir natürlich mit den drei Säulen der Nachhaltigkeit auch schon eine theoretische Ebene in dem Projekt drin haben, dann bleiben wir vielleicht auch einfach dabei und schauen, also diese Theorie ist ja häufig für ihre Anwendbarkeit kritisiert und wir könnten eben schauen, wie diese drei Säulen der Nachhaltigkeit in den sozialen Medien tatsächlich Anwendung finden und wir könnten schauen, ob diese Kommunikation grundsätzlich einer nachträglichen Entwicklung unseres Planeten zuträglich ist. Oder ob nicht vielleicht auch die Plattformen etwas dazu tun könnten, sich irgendwie also von ihrer Formhaftigkeit verändern könnten, sodass nachhaltige Diskurse ja dieser Entwicklung zuträglicher gestaltet werden könnten. Also lässt sich unsere Forschungsfrage vorläufig erstmal so beantworten, dass auf Instagram häufiger mehrere Dimensionen der Nachhaltigkeit kombiniert werden, auf TikTok der Diskurs tendenziell wissenschaftlicher geführt wird als auf Instagram, dass aber die soziale Dimension immer noch die in den Kommentaren vorherrschende ist. Genau. Und erklärt haben wir uns das bisher durch den interessenorientierten Algorithmus TikToks und durch den ästhetisch affirmativen Algorithmus Instagrams. Und dann bleibt mir eigentlich auch nur noch übrig, Ihnen und euch für die Aufmerksamkeit zu danken und zu sagen, dass ich gespannt bin auf die Diskussion, die jetzt folgt.